Moin moin und herzlich willkommen hier auf der Sosnovka mit dem David an der Rübenmiete. Jo, und der Profi himself fährt jetzt die Maus. Profi himself. Ja, himself, ja. Digga. Du solltest nur ein bisschen zurückfahren. Ups. Danke. Okay. Habe ich was falsch gemacht? Nein, nein, alles gut. Bei mir war der Motor noch nicht an. Ah, gut. Ah, das kennt man ja. So, jetzt sollte ich auch mit... Ja, sehr geil. Jetzt kann ich auf meinem Sitz drehen. Nein! So. Das ist halt noch die Maus, die... Du musst ein bisschen vorfahren, glaube ich. Ja, alles gut. Boah. Das ist schon geil. Also, das ist auch einfach sowas, was man sonst nie macht. Das ist das Geilste. Mausfahren, das macht Bock. Irgendwie ist es langweilig, so, irgendwie macht es aber auch Bock. Ja, im Endeffekt ist es total stumpf, aber es ist halt einfach was. Vor allem ist es einfach eigentlich nur Tempomat auf 1 und dann immer mal wieder, wenn du siehst, dass der leer wird, machen. Ja, oder einfach nur mal ganz kurz einmal Gaspedal anticken. Ja, nee, ich mach das eigentlich gerne mit dem Tempomaten, das ist angenehm. Ich finde auch ehrlich gesagt die Animation geil von der Maus. Also die ist im 13er zwar, glaube ich, genauso gewesen, aber trotzdem schön. Ja, klar. Ist halt auch so ein richtiger... Ja, ist einfach Ropa-Technik im LS doch schon Klassiker. Ah, warte mal ganz kurz, ich habe noch was gefunden, das mich stört. So, jetzt kann man das. Jetzt nochmal richtig Meter machen. Ja, nee, mir passte der Arm gerade nicht. Das war mir gerade zu blöd. Okay, irgendwie nimmt er den Haufen jetzt kurz nicht an. Glücklicherweise. Aber bei mir lädt er. Ja, ja, klar, er lädt auch nur. Achso, der hat ja 1000 Reserve oder so, ne? Ja, ja, und alles gut. Ich mach das schon. Ich lade das schon voll. Ah, wie war nochmal hier Dings? Schon richtig dicke Mulde eigentlich, die Fliege. Vor allen Dingen für Tandem, ne? Ja, die ist schon nicht schlecht, das stimmt schon. Ist ja auch keine Mulde, ist ein Abschiebewagen. Ja, sorry. Schiebewagen. Abschiebewagen finde ich dann auf Agritechnica auch immer ganz geil aus mit dieser, ja, Ziehharmonika mehr oder weniger halt, wenn die nach vorne schiebt. Cooles. So, 95%. So, und wir haben schon die ersten. Oh, die ersten zwei Haufen Tonnen. Oder so? 67 Tonnen haben wir umgesetzt. 47 habe ich geladen. 47 meine ich, ja, Entschuldigung, 47. Ich wollte also, schon sagen, geht da was verloren? Um genau zu sein, 46, 96. Oh, ist das Rübenlager jetzt das erste oder das zweite? Wir gucken. Ah! Ich glaube, es ist das Leere von den beiden, weil gesagt, Kartoffeln wollten wir, glaube ich, noch zum Anpflanzen behandeln. Ich habe ein cooles Thumbnail für die letzte Folge für dich. Warum? Vergleich, Rübenmaus, Europa 4 und 3. Kannst du mal ein Bild reinstellen. So, Hälfte, Hälfte. Im LS oder was? Nee, im LS gibt es keine Vierer. Einfach so zwei Europa-Bilder, sag ich mal, in eins reinschneiden und dann als Thumbnail. Wenn ich noch dran denke, wenn ich zu Hause bin, habe ich das gerade wirklich gesagt? Ja. Ja, also wenn ich noch dran denke, wenn ich zu Hause bin, dann werde ich das tun. Ich bin gerade übrigens zu Hause. Für alle, die es interessiert. Was, du bist nicht zu Hause? Du Schuft. Doch, ich bin zu Hause. Was, du bist nicht zu Hause? Du Schuft. Lümmel. Lümmel! Ja, ja. Du alter Casanova. Lümmel, du. Stopp. So, dann pup mich mal voll hier. Wie viel geht bei dir rein in das Ding? Du musst mal ein bisschen umfahren. Ich musste gerade ein bisschen was machen. Wie willst du mich gerne? So einfach, oder? Ja, wenn nicht, mach ich jetzt hier mit meinem Arm.
Ah, das sieht doch gut aus. Ich weiß noch, das erste Mal so richtig professionelle Europa-Equipment habe ich genutzt im Megaprojekt 1 im 13er. Kurz vor Ende mit Kadett zusammen. Stimmt, ja. Das waren auch extrem geile Folgen. Ich glaube, die eine Folge davon hat mittlerweile deutlich über 100.000 Aufrufe. Das ist ja irgendwie so extrem krass. Europa-Equipment, ja, stehen viele Zuschauer drauf. Verständlich. Kannst du dich noch an dieses Thumbnail erinnern, wo wir auf der Micmap irgendwie kurz vor Ende des 13ers mit 20 Leuten, na, 20 Leuten ist übertrieben, mit 15 Leuten Kartoffeln abgefahren sind auf der Micmap? Ja, natürlich, das kann mich noch wo diese riesigen Haufen überall sind bei der Kartoffelfabrik und alle abkippen. Das Video hat, glaube ich, auch 100.000 Aufrufe. Das ist richtig krass, was so ein Thumbnail manchmal ausmacht. Ja. Und andererseits ist das dann wieder so Willkür gefühlt. Stimmt. Aber ich muss auch ehrlich sagen, der Grund, warum ich auf ein Video klicke, ist in der Regel eher das Thumbnail als der Titel. Jetzt sollte dir das mal zu denken geben. Aber das ist eigentlich normal, weil du wirst halt eigentlich von einem Bild einfach mehr angesprochen. Das nimmt mehr Platz ein als ein Titel. Außerdem ja, ist natürlich. Ein Bild halt, weißt du, das musst Vor du nur allem angucken. Ist der Mensch eher, ja. Und Worte musst du halt lesen, auch wenn es im Endeffekt easy ist. Faules Tier ist der Mensch. Ja. Ah, komm schon. Danke. Ja, so manchmal will er dann doch nicht alles mitnehmen. Ha. Bist du zu schnell? Sag mal so, würdest du so auf 0-1 oder so stellen können? Ich glaube, dann wird das alles mitnehmen. Ja, ich fahr halt immer so, weißt du? Einmal anticken. Ja, alles gut, solange ich das nicht tue, dass ich mir irgendwann mal zurücksetzen muss. So, und zurück geht's. Da bist geht's. Du voll. Und wieder ab in den zweiten Rund. 94 Kubik, 94 Tonnen haben wir schon umgesetzt. Oh. Ecco mio, ey. Geht schnell, ne? Ja. Schon ordentlich, was wir hier... Ja. Durch die Maus jagen. Obwohl ich so langsam echt, sag ich mal, der Euro-Tiger, der geht noch, aber die Maus sollte so langsam mal ja, auf das neuere Modell bzw. neuere Texturen geupdatet werden. Ja, auf Dauer generell, wenn man sich anguckt, wie viele Sachen sich einfach so lange gehalten haben. Hier sieht man übrigens gerade bei mir wunderschön die Radaufhängung vom Tatra. Die einzelne Radaufhängung vorn. So göttlich. Ja, wenn so alle Sachen im 15er sind. Na gut, Trecker haben keine Einzelradaufhängung. Ja, aber halt... Also doch, es gibt welche, aber... Aber halt generell Fahrzeuge, so ein Pickup hat ja eigentlich auch eine Einzelradaufhängung. Also, naja, kommt ja wieder... Ja, aber ja. Halt generell so Sachen umgesetzt sind, finde ich geil. Ich glaube, das kommt aber... Aber ja, aber nein, aber ja, aber nein. Ja. Hier Parallel- bzw. Parallelogrammsystem der Sämaschine. Das wünschst du dir? Jetzt haben die doch bei der Maislege. Ach so, meinst du das zum Ausziehen? Die achten jetzt auf sowas. Das ist nice. Generell entnehme ich eigentlich auch den Gespräch mit Fruktor unserer letzten Aufnahme, dass Giants echt mittlerweile sehr, sehr hohe Qualitätsansprüche hat. Machen auf jeden Fall was. Ja. Gerade so dieses Ganze, was früher so typisch war, dass die so viele Maschinen vom alten Spiel übernommen wurde und so, das ist ja mittlerweile echt einfach gar nicht mehr so. Ja, da hat er sich auch strikt gegen ausgesprochen, ne? Ja, ich glaube generell so, gerade wenn du damals noch Spieler warst und halt auch gemoddet hast, dann hat dich das damals wahrscheinlich selber auch genervt, ne? Gerade wenn man an die LS11 Sachen denkt, die so, oder LS9 Kram, hier diese Grubber und so, das Horsch-Zeug, was damals LS9 Gold Edition war. Boah, das ist sowas von ätzend. Das war doch sogar noch im 13er drin, oder? Gut, aber da habe ich mir schon drüber ausgelassen. Ja. Hoffen wir nur, dass die Geschichte mit dem Häckseln, dass der Trigger
nicht nach Kaufreihenfolge, sondern nach Entfernung gebaut ist. Dass das in Metalist. Ganz ehrlich, wenn 17. das was gebracht hast, ja. Der Kuchen ist ihm sicher. Ja. Ein großer Kuchen. Sag mal, jetzt ist aber gut hier. Was soll das denn? Ah. Aber mittlerweile fände ich auch, ist auch echt okay, wenn Giants mittlerweile wirklich auf diesen Dreijahresrhythmus geht. Haben wir sowieso mal drüber geredet. Einfach, dass man... Müsste man denen mal vorschlagen. Ah, gut, nee, die wollen was verkaufen. Das ja, aber die könnten sich dann halt auch länger mal auf eine Basis verlassen, vielleicht coolere Add-ons und so weiter bringen. Also ich glaube, allein die Verkaufszahlen ist da vielleicht noch nicht mal so stark ein Grund. Aber gerade, ich sag mal, die Mod-Community wird sich, glaube ich, extrem drüber freuen. Weil als Modder zwei Jahre zu haben, um ein Spiel quasi zu modden, also für die Leute, die Maps machen, die schaffen vielleicht teilweise die guten Leute. Mehr als zwei Maps oder so bringt eigentlich kein Modding-Team oder keine Einzelperson in den zwei Jahren. Stimmt. Und ich wette, die hätten eigentlich auch mehr Bock, mehr zu machen. Gerade so am Ende vom 13er sah man ja quasi, wie alle mit ihren Projekten, die wahrscheinlich seit Monaten schon, seit Jahren auf Festplatten verstaubt sind und immer mal wieder weiterentwickelt sind, auf einmal wieder rankamen und alles nochmal rausgehauen haben, kurz vorm Ende vom 13er. Und stell dir mal vor, das wäre ja so verteilt über das letzte Jahr gekommen. Was? Also was ich letztens gelesen habe, da bin ich echt vom Glauben abgefallen. Was denn? Was war das? Ich weiß nicht, irgendeiner, da stand wirklich öffentlich auf Facebook, plus Name, plus alles, von wegen, dass er sich wirklich einfach überall die Mods wegholt, ne? Die Privatmods und so richtig dreist dann auf Modhaus da hochlädt und alles. Ich glaube, es war Mr. Fox oder nee. Das war Timber, genau, Timber 131, kennst du ja. Ja. Der hat das geschrieben oder was? Nee, den hat jemand angeschrieben. Beziehungsweise hat schon wieder was auf Modhaus da hochgeladen. Das ist echt. So eine Dreistigkeit zu besitzen, ne? Ich komme vor allen Dingen nicht so ganz darauf klar. Also, wenn du dir den jetzt, was weiß ich, durch irgendwelche Methoden irgendwo runterlädst, was weiß ich, beziehst da irgendeine Modder oder so, okay. Aber, den unter, am besten unter seinem eigenen Namen oder so tun, als hätte man die Erlaubnis, den hochzuladen. Ne. Allgemein erstmal so kackenfrech zu sein, den hochzuladen. Ja, es geht eigentlich nur ums Hochladen. Ich meine, wenn man den bekommt und privat dann weiterspielt, okay. Aber, also alles andere geht echt nicht. Also den selber quasi als sein Eigentum anzugeben oder halt zu sagen, ja, der ist zwar von denen, aber der hat mir das erlaubt, obwohl derjenige davon gar nichts weiß. Ist einfach nur echt das Allerletzte so in der Mod-Szene. Das ist wirklich so. Und dann kann ich jeden Menschen verstehen, der sagt, Leute, ihr könnt mich mal. Ja. Weil, ja, was macht man sich denn die Mühe und lädt das noch hoch? Oh. Und ich meine, im Endeffekt hat man als Modder nicht so viel davon. Klar, wenn du jetzt eine Map hast, die 100.000 Downloads hast, dann kann es auch sein, dass du über diese Upload-Links damit ein bisschen Geld verdient hast. Aber da sind wir vielleicht bei ein paar hundert Euro, wenn es hochkommt. Stimmt. Und du hast in die Map, ich weiß nicht wie viel, ich sag jetzt einfach mal 500 Stunden Zeit investiert und wir sagen jetzt einfach mal, dafür bekommst du bei 100.000 Downloads, keine Ahnung, wie die genauen Quoten da sind, 500 Euro raus, dann sind das 500 Stunden, 500 Euro, geil, 1 Euro die Stunde. Dafür wird sonst kein Mensch arbeiten, also reich wird man damit eh nicht. Es ist eigentlich, ich würde sagen, das ist so ähnlich wie bei kleineren YouTubern, das ist eigentlich mehr so, wenn du damit Geld verdienst, dann kannst du halt gewisse Sachen machen, die du sonst nicht machen könntest, weil du vielleicht das Geld dann nicht hättest. Aber ich meine, reich wirst du davon halt nicht. Nee, ah, was ist denn das jetzt hier? Das nervt doch gerade. Entschuldigung. Ja. Sollen wir zurückfahren? Ups. Ja, das ist halt einfach so eine Geschichte, die immer sehr, sehr missverstanden ist. Auch dieses, generell dieses Thema halt dann wieder mit Upload, oh, das ist ja dreist, wenn die Leute Upload machen oder so, das ja, kann ich eigentlich nicht so ganz nachvollziehen. Ich habe mich dran gewöhnt und so langsam sehe ich es ein. Ja, und ganz ehrlich, ich freue mich eigentlich sogar für die Leute, das sehe ich eigentlich auch auf YouTube so, wenn ich YouTuber mag und die Werbung geschaltet haben, dann gucke ich die Werbung einzig und allein, um die zu unterstützen. Das mache ich. Und dann ist es auch egal, ob das eine 3-4 Minuten Werbung ist. Ja,
Und manchmal hat man ja auch das Glück, dass einen die Werbung wirklich interessiert, weil Google da ja auch immer besser wird, das Ganze wirklich auf dich anzupassen. Ja. Aber wenn ich jetzt einfach mal an so Sachen denke, so... Ja, so gewisse Sachen stören dann einfach. Also, wenn du, ja, uploadet war ja wieso immer so ein Thema wegen... Ich glaube, den meisten geht gar nicht die Geschwindigkeit auf den Sack, sondern diese drei Dateien, die du in... Nee, diese eine Datei, die du in 3 Stunden laden darfst. Ja, das muss aber auch wirklich nicht sein. Das ist wirklich das allerletzte. Ja, das machen die aber ganz bewusst, damit die Leute im Premium reingezwungen werden quasi. Wenn du 4 runterlädst, musst du Premium haben. So ungefähr. Aber, ja, die Geschwindigkeit ist wirklich nicht das Schlimme. Das Schlimme ist wirklich, gut, ich... Aber es gibt auch andere Plattformen, ne? Also... Uploaded ist nur eine. Oh. Ja, aber Uploaded ist, glaube ich, eine, die ziemlich gut bezahlt und deshalb gehen da, glaube ich, viele Modder hin. Ja, natürlich. Du, ich kann es auch voll verstehen. Ja, und ich finde es ja auch okay, weil wie viele Stunden die sich an einem Mod gesetzt haben, um den wirklich toll zu machen und man selber dann davon später auch an Spielspaß profitiert, da kann man doch dann auch mal eine Stunde warten oder eine 2 Minuten Werbung gucken. Das ist doch eigentlich das Mindeste, was man da dann tun kann als Gegenleistung quasi. Und ich sag mal, würde Uploaded mehr beinhalten, hätte ich mir auch schon lange Uploaded Premium geholt. Ja. Nur Uploaded Premium ist einfach nur Dateien runterladen und dafür lade ich einfach zu wenig Mods runter. Ja. Weil das ist ja dann doch eher so 3-4 die Woche oder so. Weil man ja dann doch schon anhand der Bilder und so weiter guckt, was geil ist. Und du nebenbei noch ja irgendwie Filme oder so kriegen, kein Problem, würde ich direkt machen. Und jetzt musst du nochmal wegen so einem Fitzel hier hinkommen, ich krieg einen Knall. Und ich würde sagen, wir machen heute aber trotzdem eine kleine Überlänge. Wir sind nämlich schon in der Überlänge und ich habe keine Lust, jetzt nächste Folge für 1 Kilo oder wieder zu arbeiten. Ja, muss nicht. Die Halle sieht cool aus, wenn der Haufen so langsam größer wird. Wobei der Haufen noch größer sein könnte, finde ich. Und länglich. Der ist eher so standardmäßig, weißt du? Na, natürlich. Irgendwie kann ich nichts zuschalten an Differentialen. Weiß ich nicht. Das ist doch Shift? Nee. Shift. Ja, du hast einen 6-Achser. Ach, da geht das nicht? Nein, Standard. Ja gut, dann werde ich wohl hier bleiben. Und nicht mehr zurückkommen. Kannst ja mal gucken. Wieso? Ich habe den perfekt geparkt. Ah, hübsch. Boah. Das kesselt, ne? Mensch, schön. Ja gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao. Ohne Rüben. Jo, ohne Rüben. Ciao.